Gehe ich nach oben, da ist eine Arkade. Oh, hier ist auch goldener Pup. Und da ist ein böses... Oh, oh. Nein! 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 Geht alle weg! Oh, oh. Oh, oh. So. Oh. Muss ein bisschen aufpassen, dass mich... Uah. Da hat es mich fast noch genatzt, dass ich nach hinten schieße. So, erstmal das alles mitnehmen. Da oben komme ich nur rein, wenn ich nur noch ein einziges Herz habe. Aber ich glaube, so weit runter spiele ich mich jetzt nicht. Die Arkade könnte ich reingehen. Die Frage ist, lohnt sich das? Ich lasse es erstmal und gehe erstmal in den Shop unten gleich. Uah, nein. Mach das nicht auf. Du fliegst doch sowieso. Gucken wir einmal kurz hier rein. Hier ist eine... Okay. Eine Münzanlage. Eine Blutspendeanlage. Ein goldener Schlüssel. Sieh mal einer an. Immer schön. Gut. Ein Headless Horseman. Shit. Wir waren getroffen. Und er tötet sich selber. Und da ist noch eine Trollbombe. Oh toll. Oh toll, oh toll, oh toll. Ganz viele böse Gegner. Ich möchte gerne, dass diese komischen Nupsis zuerst sterben, denn die Nupsis laufen nicht in einem ordentlichen Bewegungsmuster und schießen einfach hin, wo sie wollen. Die Gegner schießen wenigstens dahin, wo ich hinlaufe. Das macht es irgendwie einfacher. Obwohl man es nicht glauben mag, wenn die Gegner auf mich zielen, ist es einfacher, hinauszuweichen. Gut, Geheimraum. Nee, jetzt gerade noch nicht. Erstmal nicht. Vielleicht später noch. Oh Gott, wieder so ein Ding hier. Nein, geh weg, geh weg. Da oben war noch einer. Oh Gott. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hätte gerne irgendwas, was durch Gegner durchschießt. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Items, die man haben kann in diesem Spiel. Aber irgendwie finde ich sowas selten. Außer dem Laser. So. Komm, geh auf. Münzen. Oh, komm, nehme ich mit. Und dann gucken wir hier mal rein. Die Karte, die nehme ich doch mal direkt mit. Das Herz nehme ich auch mit. Und dann nehmen wir, komm, die Karte hier auch noch mit. Das ist Stärke. Stärke ist sinnvoll. Stärke ist eine schöne Karte. Und jetzt überlege ich die Arkade. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier direkt zum Boss. Ich denke, das ist am sinnvollsten. Autsch, das war nicht so schön. Nicht so schlau auch. Ich hab mich reingeschubst quasi selbst. Oh, drei Hasks wieder. Na toll. Da freue ich mich aber. Juhu. Die sterben doch wieder so langsam. Oh, und wie... Das sind die Hasks, glaube ich, die jedes Mal meine Performance so in die Knie zwingen. Oh, und ich weiß gar nicht genau warum, weil... Was ist denn daran so grafisch aufwendig hier? Was ist an diesem ganzen Spiel eigentlich grafisch aufwendig? Wenn wir mal so sehen. Diesmal bitte nicht auf die letzten Drücker noch treffen lassen. Wenn das geht. Bombenfliege, die Bombenfliege, die Bombenfliege. Nein, schade. Bums. Nochmal die Bombenfliege. Nein. Ich treffe einfach nicht. Ich ziele total schlecht. Was ist denn da los? Da geht doch. Okay, noch eine. Oh, noch Sonnenraum. Das wird ja im... Es wird einfach nicht besser. Das ist ja fürchterlich. Komm. Jetzt aber hier stirbt direkt bitte einer schon mal zum Beispiel. Und dann die Bombenfliege auch direkt hinterher. Komm. Ja, schade. Ich habe natürlich dann dadurch Schaden gekriegt jetzt. Aber wenn ich das jetzt halte, dann ist das nicht so schlimm. Denn dann kriege ich durch diesen Raum noch so ein, noch eine Aufladung. Ha! Und kann im Bossraum direkt den Nagel benutzen. Sehr gut. Komm, wir gehen direkt rein. Es ist natürlich Mom. Wir machen Nagel an.
Wir machen Strength an. Das gibt uns einmal mehr Schaden. Und auf der anderen Seite ein Seelenherz, also ein blaues Herz. Hutsch, das war nicht so schlau. Machen wir den Nagel halt nochmal an. Ah, man kann doch nicht. Brauchen wir nur noch ein paar gute Items für gleich im Prinzip, wenn wir das Herz machen. Denn das Herz ist ein Problem unter Umständen. Wir haben nämlich so wenig Schaden. Man sieht das schon, selbst mit Strength und dem Nagel machen wir immer noch nicht so richtig viel Schaden. Da war Fleisch. Das Fleisch hat auf mich geschossen. Mist. Autsch. Verdammt. Ich glaube, ich habe selten bei Mom so viele Probleme noch gehabt. Andererseits, die Items, die ich habe, sind gut, aber sie sind ja... Was war das denn? Was hat mich da jetzt gerade noch getroffen? Aber sie sind nicht zu gut. So. Können wir hier nochmal... Rums. Alles kaputt machen. So, den Nagel benutze ich natürlich erst unten wieder. Im Wum. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist hier der Boss? Links könnte er sein. Und hier ist auf jeden Fall nochmal der Geheimraum. Ist shit, auch schon mal nicht schlecht. Das war blöd jetzt. Ich hätte das vorher benutzen müssen. Bevor ich getroffen werde. Ich hätte es direkt beim Weg in den Raum benutzen sollen. Shit. Das war dämlich. Aber wir machen ja auch nochmal alle... Allerdings kaputt. Allerdings... Alle Steine, denn überall könnte was hinter sein. Es gibt ja keine blauen Steine mehr. Oh, Greed, toll! Boah, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir im Geheimraum auch noch Greed. Kannst mich mal, du hässliches Drecksvieh. Möglichst weit wegstehen, möglichst viel Schaden durch die Kohle machen. Außerdem schießt er da nicht auf uns, das ist auch schön. So, das gibt nochmal einen Haufen Geld. Geld, das ich leider nicht brauche. Weil es keinen Shop mehr auf dieser Ebene gibt. Die Frage ist jetzt, gehe ich oben rum oder gehe ich links direkt rum? Ich gehe jetzt direkt links rum. Da sind nämlich zwei Möglichkeiten, wo theoretisch der Boss sein kann. Und wir wollen ja auch direkt zum Boss. Was anderes gibt es hier ja eh nicht. Ich frage mich seit ein paar Tagen, ob das ein Bug ist, dass jedes Mal in solchen Räumen einer von diesen Gegnern einen Homing Shot hat, wie man gerade gesehen hat. Es ist in jedem Raum so, wo diese Gegner sind. Also... Ich weiß es nicht. Es könnte ein Bug sein, es könnte auch keiner sein. So. Oh, das ist gut, dass ich hier den Nagel habe. Dreifach Monstro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss hier total aufpassen. Ah, Hilfe. Lass mich alle in Ruhe. Gut, dass hier nicht noch einer davon Monstro 2 ist. Das wäre richtig hart. Das wäre richtig fies. Aua. Oh, da war er schon wieder am Springen. Nein. Zweiter Nagel. Oh, Crap, oh, Crap, oh, Crap, oh, Crap. Oh, nein. Das ist ja... Das ist ja total finster hier. Es ist einfach viel zu viel los. Okay, einer ist schon mal weg. Sehr gut. Jetzt muss ich noch die beiden Kleinen machen. Oh, sie sterben gleichzeitig. Ha. Und wir sind direkt beim Boss. Ich würde sagen, den machen wir auch direkt. Tod! Oh, super, mein bester Freund wieder. Nein, geh weg mit deinen blöden Sensen. Oh, die kommen ja zurück, die kommen ja zurück, die kommen ja zurück. Uah. Geh weg mit deiner hässlichen... Oh, ich glaube, ich muss sie töten, die Sense. Jetzt verlangsamt er mich ein bisschen. Das ist nicht so schlimm. Und er verlangsamt vor allem meine Schlüssel. Das ist schlimmer. Komm, Phase 2, bitte schnell. Oh, ich kann diese Sensenphasen einfach nie leiden. Nein. Phase 2. Gut, okay. Jetzt erst sein Pferd. Oh, vielleicht sollte ich doch erst ihn machen. Der beschwört nämlich... Autsch, was war das denn, dieses? Er beschwört nämlich Knights. Und das ist... Wobei die Knights getötet werden durch... Ich bin gerade nicht sicher, was ich zuerst töten soll eigentlich. Solange sein Pferd da ist, sind die Knights ja kein Problem. Aber wenn das Pferd weg ist, sind die Knights ein Problem. Also töte ich, glaube ich, ihn zuerst. Huch. Zumal er mir so eigentlich überhaupt nichts kann. Oh, jetzt habe ich doch sein... Shit. Jetzt habe ich sein Pferd
doch zuerst getötet. Jetzt habe ich immer noch die Knights an der Backe, sobald er tot ist. Shit. Aber ich habe ja meinen Vogel. Der macht zumindest ein bisschen Schaden auf die. Und ich auch. Ja, der Cube of Meat ist jetzt nicht so toll. Vor allem so spät ist er nicht mehr toll. Was haben wir hier? Eine große Münze und der... Ist das der Pakt? Mhm. Der Pakt gibt mir sehr viel Schaden. Hm. Ich könnte das riskieren. Dann habe ich natürlich sehr, sehr wenig Leben. Aber ich habe immer noch meinen Nagel... Ich riskiere das. Der Pakt gibt mir auch nochmal zwei Bonus-Herzen. Und wir haben jetzt... Wo ist mein Schaden? Ich dachte, ich habe jetzt mehr Schaden. Hallo? Warum ist mein Schaden immer noch so niedrig? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Warum ist mein Schaden immer noch niedrig? Ich gehe mal hier hin. In diese Richtung. Loki. Hallo Loki. Du hast kein so ein komisches Ding dabei. Das ist gut. Das heißt nämlich, du kannst nicht viel. Bums. Da explodiert dir erstmal die Fliege voll im Gesicht. Also ohne ein... Ja, komm. Ohne sein komisches, Stachelfiech da ist Loki eigentlich eine ziemliche Wurst. Finde ich zumindest. Ja, ja, komm. Bringt dir auch nichts. Ja, ja. Oh, eine Karte. Justice! Naja, war jetzt nicht so geil, aber immerhin. So, einmal Geheimraum. Und da ist das Unicorn. Oh, das ist eigentlich auch ziemlich gut, aber ich nehme es jetzt nicht mit. So, gucken wir erstmal hier. Da oben könnte der Boss sein. Ist er aber nicht. Schade. Jetzt war das wieder ziemlich dämlich. Es wäre besser gewesen, wenn ich diesen Raum noch so geschafft hätte. Zumal ja jetzt auch alles mehr Schaden macht. Das ist ein bisschen problematisch, nämlich an der Sache. Es macht ja jetzt nichts mehr, nur noch einen halben Schaden, sondern es macht ja jetzt alles einen ganzen Schaden. Und ich habe das Gefühl, der Pakt hat mir überhaupt keinen Damage abgebracht. Was das soll, verstehe ich auch noch nicht so richtig. Der Pakt gibt mir doch eigentlich, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr Schaden mache und das nervt mich ein bisschen. Warum ist der Pakt... Warum gibt mir der Pakt gar nichts? So, hier ist kein blaues Herz bei. Ich gehe jetzt erst nach da links oben und hoffe, dass da der Boss ist. Ich muss jetzt immer die kürzesten Wege zum Boss, glaube ich, abarbeiten. Und ich sehe gerade, dass da unten nochmal der andere Geheimraum gewesen wäre. Das heißt, ich muss mich jetzt hier nochmal durchbomben. Um zu gucken, was wir da haben. Es ist das Blood Patch. Besser als der Pushpin. Und ich glaube, wir machen das jetzt so. Oh. Zack. Ich weiß nicht, warum er da durchgegangen ist, aber immerhin. Okay, hier ist der Boss schon mal nicht. Uah. Wenn man nur eine Sorte von denen hat, ist das ja kein Problem. Dann schießen die ja alle gleich und so. Dann kann man das super abschätzen, wie man töten muss und wie man stehen muss. Aber wenn natürlich unterschiedliche Sorten da sind, dann ist das ganz schön fies. Jetzt springe ich mich hier nochmal durch. Zack. Völlig wurscht. Ich habe genug Bomben. So. Jetzt gehen wir links hoch. Einmal bitte hier oben. Oh, einmal den Nagel. Eigentlich nur wegen dem Herz, nicht wegen irgendwas anderem. Diese Spinnen da stören mich irgendwie. Man kann mir sagen, was man will. Der Pakt hat mir nichts gegeben und das ist total blöd. Ist der Pakt irgendwie im Moment verbuggt oder irgendwie sowas? Unter Umständen. Ha. Kann doch nicht sein. Da oben ist... Ah, shit, Augen. Shit, Augen. Shit, Augen. Shit, Dreck, Mist, Augen. Crap. Oh, Augen sind die fiesesten Gegner. Meine Güte. Oh, Gertie Junior. Der ist natürlich auch nicht so schön.
Aber ich kann fliegen und hier liegen ein bisschen Sachen ihm im Weg. Das ist gut. Gurdy Junior ist auch einer der miesesten Bosse. Nein! Wow. Das war knapp. Uha, das war schon wieder knapp. Der ist auch so unberechenbar einfach. Das ist... Boah, das ist das Fiese an dem Boss. Und der hat mich, glaube ich, noch getroffen. Oder? Ich weiß es nicht genau. So, na... Ja, genau. Toll. Shit, Bombenwurm. Und diese Jip-Jips nerven mich ja auch furchtbar. Jip-Jips. Ich glaube, die heißen Jip-Jips, oder? Ich weiß es nicht genau. Irgendwer hat mal gesagt Jip-Jips. Ich glaube, Emero war's. Und deswegen nenne ich die jetzt OO auch Jip-Jips. Shit, da war es schon wieder. Nein. Oh. War das knapp? Wo gehe ich jetzt? Zuerst lang ich erstmal runter. Wahrscheinlich ist das der falsche Weg. Ich darf nur in die Richtung schießen. Aber ich habe ja... Ha, hier ist das Rückwärtsschießen mal ziemlich von Vorteil. Awesome. Er kann mich ja nicht treffen, aber ich kann ihn treffen. Stirb. Schön. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja nur in eine Richtung schießen, damit er mich nicht trifft dabei, aber durch das Auge, was ich dann noch habe, durch Mams Ei, schieße ich auch noch in die andere Richtung. Was haben wir hier? Ein Seelenherz. Ja, sehr gut. Oh Gott. Oh Gott. Der Raum könnte mich jetzt töten. Der Raum könnte mich jetzt einfach mal töten. Oh, das war schon wieder knapp. Das war schon wieder sehr, 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 sehr knapp. Ich hätte gerne als erstes einen von den beiden tot und nicht die Fliegen, wenn es geht. Die Fliegen sind nicht so schlimm. Die beiden sind wirklich mies. Nein, geht weg. Das ist noch unberechenbarer, dadurch, dass die auch noch gegeneinander prallen können. So Geschichten, das ist einfach widerlich. Ah! Und dann laufe ich auch nochmal in ihn rein. Komm. Nein. Schade. Ich dachte, es kommt nochmal ein Seelenherz. Also ein weißes Herz halt. Egal. Ey, ein blaues meine ich. So. Und ich glaube gerade, ich weiß, warum mir der Pakt keinen Schaden gegeben hat. Weil mir der Pakt auch gar keinen Schaden gibt, sondern der macht, dass ich fliege. Oder? So im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, bin ich gar nicht sicher, ob mir der Pakt tatsächlich Schaden gibt. Shit. Das Fliegen wäre natürlich nutzlos gewesen. Ich habe ja sowieso schon Transzendenz. Soll bitte mal eine von den Bomben... Oh, crap. Eine von den Bombenfliegen töten. Ich langsam mich ein bisschen voll hier. Bitte möglichst in der Nähe einer anderen Fliege, damit die auch noch mit drauf geht. Ah. Erstmal ausweichen, dann Schaden machen. Okay, eine wenig. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Jetzt können wir beruhigt hier Loki umbringen. Jetzt hat er nämlich keine Leute mehr. Haha. Stirb, Loki. Drauf gehen. Warum stirbt der nicht? Geht doch. Jetzt haben wir nur noch die Fliege. Und eigentlich muss da oben ja jetzt der Boss sein, ne? Gibt ja keine andere Möglichkeit mehr. Und da ist er dann auch. Aber hier haben wir vorher nochmal eine hässliche Husk mit Spinnen dabei. Wenn ich die Husk jetzt töte, ohne Schaden zu nehmen, dann habe ich auf jeden Fall den Nagel beim Boss nochmal. Das ist gut. Das möchte ich bitte, wenn es geht. Also keinen Schaden nehmen, Snizzle. Oh! Der Cube of Meat, er hat mich bewahrt vor dem Schaden. Oh Gott. Stirb, Husk. Erst die Husk, erst die Husk. Oh Gott. Oh Gott, war das schon wieder knapp alles. So, gibt's nochmal zwei Bomben und dann geht's jetzt auf zu Mums Heart. Komm. Shit. Und dann nehme ich nochmal Schaden. So. Und dann drauf da. Jetzt einfach nur noch drauf. Komm, Vogel, Angriff. Vogel, Angriff. Vogel. Warum greifst du nicht an, Vogel? Attacke. Vogel. Dann geht doch. Na gut, er greift nur die Gegner an irgendwie. Ich weiß nicht genau warum, aber er tut es nur. Oh, oh. Oh, 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 oh. Auge. Nicht so
so schlimm. Die schießen nur diagonal. Bums! Haha! Hat sich nicht gelohnt. Gegen die hätte es sich nicht gelohnt. Das ist immer gut, wenn dann Augen spawnen, wenn man da vorher eine Bombe hingelegt hat. Dann lohnt sich das nämlich. Oder sowas, das ist auch sehr schön. Oh oh. Jetzt töten sie wieder ihre eigenen Gegner. Da komm, das ist im Prinzip geschafft. Jetzt musst du nur noch ein bisschen ordentlich ausweichen, Sinsel, dann hast du das auch. Und mit ein kleines bisschen Glück können wir dann sogar noch nach Sheol runter. Wo ich dann wahrscheinlich voll aufs Maul kriege, aber hey, immerhin. Der Razor! Und wir können nicht nach Sheol runter. Ach, ich habe Schaden genommen ganz am Anfang. Von dem einen Auge. Verdammt! Aber wir haben es geschafft mit Eve. Haha! Und er hat einen Knopf gefunden oder sowas. Wenn er meint, dass das toll ist. Der Abspann! Wir haben ihn beim letzten Mal schon gesehen, weil wir beim letzten Mal schon mit Judas das Ganze geschafft haben. Eine Sache, die ich sehr selten geschafft habe früher, beziehungsweise bisher, weil Judas einer meiner schwierigsten Charaktere ist. Und jetzt direkt im Anschluss, im ersten Run direkt, mit Eve. Einem Charakter, mit dem ich es bis jetzt noch schwieriger hatte als mit Judas. Ich muss sagen, ich bin, was den Erfolg der letzten Tage angeht, extrem zufrieden. Und ich hoffe, dass euch das dann auch so viel Spaß gemacht hat wie mir, denn mir haben die Runs jetzt extrem viel Spaß gemacht, denn es war mal wieder von Erfolg gekrönt. Und ja, ich werde mich noch nicht abverabschieden, denn wir warten erstmal die Credits ab und gucken noch kurz, was wir freigeschaltet haben, wenn es uns denn angezeigt wird. Danach noch. Skolex, der immer noch ein bisschen verbuggt ist. Ja, komm. Und Isaac, der kleine arme Junge. Nein, das zeigt uns das nicht an. Das ist aber traurig. Können wir das vielleicht in der Collection nachgucken? Nein, hier nicht. In den Stats. Mumkills, 7 Stück sind's. Secrets found. The Wafer. Ah, richtig. Das war das Item, was er auch aus der Truhe genommen hat, was wir auch noch freigeschaltet haben. Der Wafer ist ein sehr gutes Item. Kommen wir dann dazu, wenn wir das irgendwann geschafft haben. Und ich glaube, sonst war das aber dann tatsächlich nichts. Schade. Okay, wir haben den Wafer. Hallo? Wir haben den Razor. Und wir haben dieses Kohlen-Dings, wobei wir die Kohle ja vorher schon hatten. Mom's Contact haben wir auch freigeschaltet. Das heißt, wir haben durchaus ein bisschen was geschafft hier in diesem Run. Wir haben jetzt auch einige der Items schon gesehen. Man sieht das aber hier unten, ist noch ganz viel frei. Hier ist auch noch eine Menge frei. Also wir haben definitiv noch nicht alles gesehen. Da fehlt noch eine ganze Menge. Wir haben auch noch mehrere Charaktere zu freizuschalten. Ja, mehrere. Hier ist zwar nur noch Samson zugelockt, aber da fehlt noch was. Da fehlt noch ein Charakter und ich glaube, den werden wir dann auch... Ich glaube, als nächstes versuchen wir Samson freizuschalten und auf einem Weg können wir dann auch versuchen, noch den letzten Charakter freizuschalten. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit diesen Videos und wir sehen uns beim nächsten Run The Binding of Isaac. Bis dahin, tschüss und macht's gut.